Königlicher Glen. An diesem Punkt der Reiseroute befinden wir uns auf der Route der Canada Real de las Merinas, einer V-Route, die die Berge von Nord nach Süd durchquert und den Hafen von Marjalisa, wo wir uns befinden, in Richtung der Kongo-Stoßstraße im Süden durchquert. Die Funktion dieser V-Pfade bestand darin, den Transit von Vantavie durch diese Ländereien zu ermöglichen, mit Rastplätzen, Wasserstellen und Brunnen entlang der Route für ihre ausschließliche Nutzung. Kanadas wie diese können bis zu 75 Meter breit sein. Ein Raum, der ausschließlich für den Transit, die Ruhe und die Fütterung dieser Wanderherden reserviert ist. Sie fungierten als eine Art Autobahn für das Vieh, in die andere weniger wichtige Viehwege integriert wurden, Schnüre bis zu 37,5 Meter breit und Bürgersteige bis zu 20 Meter. Diese Verteilung ermöglichte es den Viehzüchtern der Gegend, ihre Herden in diese Hauptkommunikationsroute einzugliedern und sich durch das Gebiet zu bewegen, um mögliche Schäden und Streitigkeiten mit den Besitzern von Ackerland zu vermeiden. Trotz der Tatsache, dass diese V-Route jetzt nicht mehr genutzt wird, behält sie alle ihre Privilegien bei, die unter dem Schutz des Gesetzes 9/2003 der V-Routen von Kastilien La Mancha gelten.